ich bin fast der Meinung, es wird fast zu wenig demonstriert. Weißt du, Matze, ich sehe Probleme in dieser Gesellschaft, die nicht gelöst werden, obwohl sie gelöst werden müssen. In den Jahren 60 hat ein Mann namens Georg Picht ein Buch geschrieben, das heißt Die Bildungskatastrophe. Es ist seitdem nichts passiert. Die Bildungskatastrophe ist immer größer geworden. Mhm. Ich wünschte mir, dass die Leute auf die Straße gehen würden, um endlich mal zu sagen, wir müssen das Thema Bildung in Deutschland mal richtig angehen und zwar auch mit Geld angehen und mit mehr Stellen für Lehrer. Jetzt nicht sagen, es fehlen 10.000, 20.000, 30.000. Ja, warum fehlen die? Weil man gepennt hat in der Politik. Ja, da müssten auch dann eigentlich fast die Erwachsenen demonstrieren. Die sagen sich immer, ja, wir können wählen, aber ganz egal, wen sie wählen. Da passiert nichts. Es passiert nichts und das ist, finde ich, so furchtbar.